Ihr seht nun Auszüge aus einem Interview, das von uns beiden nicht als solches geplant war. Wer nun besonderen Wert legt auf ein sehr strukturiertes Interview, was zunächst die persönliche Biografie in den Vordergrund stellt und dann die anschließend gemachten Erfahrungen, wird hier vielleicht nicht ganz auf seine Kosten kommen. Dafür beschenkt uns Wojtek mit einem authentischen und lebhaften Eindruck in das, was er tatsächlich gerne vermitteln möchte und was ich selber bisher noch nicht so hautnah erleben durfte. Eindrücke und Skizzen zum natürlichen, einfachen Bewusstsein. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem ersten Interview und gleichzeitig Nicht-Interview mit Wojtek. Also alles, was ich jetzt darüber sage, stimmt nicht, aber ich versuche aus Spaß. Probieren wir es mal. Aus Spaß. Ja. Es gibt so etwas wie den letzten Schritt, so würde ich das jetzt gerade nennen. Und Der letzte Schritt ist derjenige, der nicht gegangen werden kann von dir oder von mir oder von sonst irgendjemandem. Niemand geht den letzten Schritt. Niemand geht den letzten Schritt. Und egal, was du tust, egal, was du versuchst, um den letzten Schritt zu gehen, du wirst es nicht schaffen. Der letzte Schritt ist nämlich der, wo plötzlich der Gehende weg ist. Plötzlich gibt es niemanden mehr, der geht. Da ist niemand und plötzlich ist niemand mehr da, der auch die anderen Schritte gegangen ist. Ja, der ist auch nicht mehr da. Ja. Plötzlich ist die Klarheit darüber da, dass das, was hier gerade passiert, nichts mit mir zu tun hat, noch nie was mit mir zu tun hatte. Ja. Ja, und als das hier passierte, da gab es, ich bin im Garten durch den Garten gelaufen und da war ein Glas und da stand mein Glas. Ein Glas mit einem Namen drauf, das wurde halt gelabelt, damit das nicht wiederverwendbar war. So, ne? Und dann stand ein Glas, auf dem Glas stand Wojtek. Und plötzlich gab es dieses Gefühl von, ach stimmt, das war ja dieser Typ. das war ja dieser Typ, der dachte, er wäre echt und so. Und der dann diesen Workshop da hier gemacht hat und jetzt plötzlich aber, das war ja eine schöne Geschichte, die da abgelaufen ist. Und da gab es wirklich, das war wie so eine Erinnerung an eine Geschichte, die mal stattgefunden hat, aber dann in dem Moment gab es das nicht mehr. So. Und es ist halt so, dass da fangen halt so diese ganzen Begrifflichkeiten mit an, ja, aber was ist es denn so? Ja, man spricht dann so von Oneness, ne? Die im Englischsprachigen spricht man so von Oneness, die Alleinheit, könnte man sagen. Ja. Und das ist dann so, als würde die Alleinheit durch mich hindurch leuchten, durch mich hindurch schauen und die Alleinheit erkennt plötzlich, dass ich der Geträumte bin. Ja. Und somit wacht die Alleinheit aus dem Ich-Traum auf und dann plötzlich gibt es mich nicht mehr, weil der Traum von Ich ist zu Ende. Ja. So könnte man es versuchen, in Worte zu fassen, aber es ist halt ein kläglicher Versuch, es lässt sich halt gar nicht in Worte fassen. Aber wir können trotzdem, wie gesagt. Wunderschön. Und das passt auch dann kann man sich erklären, wie vielleicht historisch auch dieser Begriff Erleuchtung zustande gekommen sein könnte, weil dann etwas quasi durch das Ego hindurch scheint quasi und nichts das aufhält oder so. Ne? Jetzt wird es komplett durchleuchtet. Ja, genau. Es gab nämlich in diesem Moment, von dem ich gerade berichtet habe, gab es halt eine Situation, wo es begann. Ach. Es gab so einen Moment, ich war halt in einem Workshop und dann begann halt, etwas hat sich verändert und ich merkte, wie plötzlich so ein Anhaften aufkam, so, oh je, ich hoffe, das geht nicht weg. Und dann springe ich auf, gehe zu dem Trainer, der da vor Ort war und frage ihn noch, sag mal, geht das wieder weg oder bleibt das oder was ist hier eigentlich gerade los? Und in dem Moment hörte dieser ganze kognitive Scheiß auf, also es war nicht mehr so dieses Verstehen wollen war nicht mehr da und ich habe einfach nur geweint. Und der Trainer sagt, komm, umarm mich mal. Und er hat mich gedrückt, ich habe ihn gedrückt und dieses Drücken hat bei mir im Körper was entspannt. Also plötzlich hat sich so eine, im Oberkörper so eine Entspannung eingestellt. Also irgendwie so, als würde sich so ein innerer Krampf auflösen. Ja. Und plötzlich, nicht ich habe geweint, sondern das Weinen hat stattgefunden. Ich beschreibe das immer mit so einem Bild, also wenn ich in so therapeutischen Settings bin und dann arbeite an meinen Prozessen und so weiter und wenn dann Weinen stattfindet, dann ist es oft so, als würde das Weinen erst durch so eine Tür durchgehen müssen.
manchmal ist die Tür so ein bisschen zu, ne? Dann merke ich, fällt es mir schwer. Manchmal ist die Tür ein bisschen weiter auf, so, dann fällt es mir leicht. Manchmal ist die Tür so ganz auf und dann fällt es mir ganz leicht. So, dann fühle ich mich sicher und dann kann ich das rauslassen. Aber in dem Moment, es gab einfach keine Tür mehr. Die Tür war weg. Abgefahren. So. Das ist graduell, kann ich mir vorstellen, wie man sich dem ja annähert, weil diese Erfahrung, vielleicht als Halb-Latino, meine Mutter ist aus Ecuador, ne, da habe ich auch diese, wir weinen ein bisschen mehr in unserer Kultur, ne? Oder vielleicht öffentlich mehr so, ne? So, weil die Deutsche sind mehr so ein bisschen, da muss man das ein bisschen mehr unter Kontrolle halten vielleicht, ne? Und wenn ich das dann so bei, hier Filmmusik, wo wir beim Thema sind, vorher waren wir dabei, ne? Filmmusik, Kino. So, und Kino ist natürlich für mich eine große Sache, immer gewesen, weil das hat ja schon so diese Magie. Ein Kino ist ja schon wie so ein, wie, also es gab einen Analytiker, der hat auch verglichen mit dem Mutterleib, es ist dunkel, man sitzt da, man ist so passiv, ne? Man darf einfach da sein, muss nichts tun, schaut diesen Film und meine Güte, wenn dann die richtige Szene kommt, die kann so schön, die hat so eine ganz starke Kraft, dann plötzlich so etwas zu lösen und so eine sehr angenehme Trauer zu erzeugen, wo man so völlig gerührt ist und da wird die Trauer eher wie aus einem rausgesogen, so, ne, als ob du da was machst. Ja. Und man ist berührt von etwas, wo man sich denkt, das gibt es ja. Ja, es gibt diese Liebe. Das ist das, warum ich in dem Moment heulen muss oder so. Wenn, als ob das Kino mir etwas erzählt, was im Alltag manchmal in diesem so strengen Alltag so untergeht, ne? Und du wirst daran erinnert, ja, das ist ja echt, das gibt es ja. Sonst hätte mich berührt ja direkt dann der Regisseur oder wer auch immer das gemacht hat mit seinem Zeug da, ne? Oder dieses Werk oder was auch immer, ne? Mhm. Und dann löst sich etwas auf. Und was du dann jetzt sagst, das klingt so wie, als ob, okay, diese Trauer war schon, die Tür war dann schon ziemlich offen. Das fühlt sich schon sehr, sehr erleichternd an, aber eben noch nicht komplett so, dass alles verschwindet, ne? Quasi. Also das Heulen war nur 90% dann oder so, aber noch nicht 100%. So, ne? Naja, und dann hat das so bei dir angefangen, mit dieser Umarmung. Was heißt angefangen? Da war es eigentlich schon so weit, ne? Da begann, ich würde sagen, eine boah. das Schwierige darüber zu sprechen ist halt, ja. Da ist wie so ein kleiner Prozess, wie so eine kleine Stimme im Kopf, die die ganze Zeit sagt, ja, aber das stimmt ja nicht, was du da sagen willst. Und er hat recht, weil es stimmt nicht. Er hat recht. Aber trotzdem, ich kämpfe mit dieser Stimme so und sag so, ja, irgendwas muss ich ja sagen, irgendwie sonst schweigen wir ja die ganze Zeit. Ist aber schön. Was können wir ja auch machen. Wir können auch mal einfach 3 Minuten nur schweigen, können wir gerne machen. Aber jetzt gerade, du hast ja die Frage so schön, gestellt. Also wie gesagt, dieses Weinen, von dem ich gesprochen habe, da begann so eine, ich sag mal, so eine Art Episode oder so eine Phase von, das hat vielleicht 3/4 bis Stunde oder maximal 1,5 Stunden so. Es ist halt schwierig zu sagen, wann es aufgehört hat, weil es eher so wie so ein Ausfaden war. Ja. Aber da begann etwas, wie so, wo ich dann wirklich so eine sehr intensive, wo so eine intensive Erfahrung stattgefunden hat, wo einfach das, worüber die ganzen Non-Dualisten auch halt sprechen, so, ne? Es war einfach das eine Sein und es war nur dieses eine Sein. Jetzt, es war eine Klarheit, es gibt keinen vorhin, es gibt nicht mal vor einer Sekunde, es gibt nicht mal ein vor einer Mikrosekunde, das gibt es einfach nicht. Es ist nur dieses eine Sein, was jetzt hier gerade erscheint und es ist so unglaublich stimmig und passend. Es ist auf eine unfassbar perfekte Art und Weise stimmig, dass nichts daran, rein gar nichts zu ändern ist. Du kannst, und damit fiel jegliche Sorge ab, jegliche Angst fiel ab, jegliches Gefühl von, oh, ich muss jetzt irgendwas tun oder irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen, die von außen vermeintlich auf so an mich herantreten. Das alles war einfach nicht da. Es gab einfach nur diese absolute Klarheit und dieses,
das, was das jetzt hier ist, unendlich, hat nie angefangen, nie aufgehört. Und egal, was als was diese Alleinheit erscheint, wird immer genau so sein. So, und das Ego, also Ego, also ich mag nicht gerne den Begriff Ego, aber ich habe mir daraus die Geschichte gebaut, dass ich dem, was hier ist, immer vertrauen kann und mich darauf einlassen kann. Ja. Und immer mich sozusagen rein entspannen kann in das, was kommt. Ja. Also dieses Ego darf irgendwie weiter da sein, vielleicht, ne? So gefühlt. Hört ja nicht auf, ne? Also, das ist ja einfach, ne? Das ist ja weiterhin. Also. Ne, auch eine schöne Geschichte ist, man kann sich das so Evolution aus der Evolutionsperspektive erklären. Ja. Wir haben als Spezies, sind ja so quasi erfolgreich. Ich stelle mir vor, wir sind erfolgreich als menschliche Spezies, ja. Weil die Evolution eine Illusion des Ich hervorgebracht hat. Ja, ja. Ja, das heißt, diese Tiere hier, die wir Menschen nennen, sind deswegen, können sich so gut durchsetzen, weil sie sich selbst diese Geschichte erzählen, ich bin ich und du bist du und wir sind getrennt voneinander. Und das macht uns unfassbar überlebensfähig. Sehr interessant. Und nicht alle Tiere haben das, ja. Wenn ich Ameisen, Bienen oder sowas mir anschaue, ich stelle mir gerne vor, dass die das gar nicht haben. Ja, ja, ja. Also klar, die haben natürlich nicht so komplexe Gehirne wie wir, so, aber das ist so für mich der Gegenpol zu meinem Erleben. Ne? Ich erlebe mich als Individuum. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, wie es ist, eine Biene zu sein, so. Ja, da gibt's das ist eine schöne Vorstellung. Ich bin eine Biene. Das macht so viel Spaß. Ich denke, ich versuche mich immer mal, ich habe mich wirklich versucht, wie fühlt jetzt hier diese Biene? Ne? Das wollte ich mal gucken, wie ist das, eine Pflanze zu sein und so. Ne? Ja. Das ist. Ja. Wow, ja, das, ja, auch mit diesem Evolutionsvorteil. Es ist natürlich schön, wenn wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Ne? Dann sind wir einfach da, lass uns da durchtragen gerade. Jetzt habe ich auch zum Beispiel so eine blöde Stimme. Die eine sagt, jetzt lenkst du hier vom Thema ab, ne? Und die andere Stimme möchte einfach weiter rocken. Ne? Ja, ja, ja. Ist denn jetzt wieder das Ego stärker zurückgekommen, oder? Ja, das ist das, was ich auch bei anderen gehört oder mitbekommen habe, ist, dass es halt eine Phase gibt. Es gibt halt so einen, also diese Glimpses, von denen die Leute halt sprechen, diese kurzen Vorboten oder so mal hinter den Vorhang geschaut irgendwie. Und das kann sich halt über Jahre, das war bei mir auch irgendwie über Jahre hat sich das hingezogen. Und dann halt kommt dieser eine Einschlag sozusagen, wo dann wirklich so, dann wo einfach die Zweifel weg sind. Wo einfach danach so, bis dahin gab es immer wieder so, ey, war es das jetzt? War es das nicht? Oh, ist es nicht? So, aber dann, das ist so wie so eine Bombe, die explodiert einfach und dann ist so, und wie gesagt, und dann, bei mir war das halt in diesem Workshop-Setting und dann bin ich zurück nach Hause gefahren und dann war es so, als würde mein System, was um mich herum ist, wieder mich sozusagen so assimilieren und plötzlich komme ich zurück, weil alle anderen mich so irgendwie wieder rausholen. So. Ja, die wollen oder sich sowas. Da haben. Ne? So, oder ja, und plötzlich kommt dieses Ich-Ding wieder so ein bisschen zurück. Ja. Und gleichzeitig ist auch, natürlich ist die Erinnerung und diese Gewissheit ist einfach da. Und das ist, glaube ich, das, was nicht weggegangen ist, diese Gewissheit, das, was da passiert ist. Das ist passiert. Das kann keine Erfahrung der Welt kann das wegmachen oder wegdiskutieren oder so. Keiner kann mir jetzt irgendwie einreden, dass das nicht passiert ist oder dass das irgendwie irgendwas Komisches war. So, ey, das ist passiert. Punkt. Das bringt mich auch auf einen sehr schönen Punkt. Also ich glaube, in der therapeutischen Arbeit kommt irgendwann, also erstmal gibt es so, glaube ich, das, wo die meisten Menschen drin in dem Modus arbeiten, die meisten Menschen glauben, ich bin der Denkende, ich denke, also ich erschaffe meine Gedanken, ich erschaffe meine Gefühle im Sinne von ich bin meine Gefühle so und ich bin meine Gedanken. Ne? Also wenn ein Gedanke kommt, dann bin ich so sehr damit identifiziert mit dem Gedanken, dass ich wirklich
darauf anspringe und wenn Wut kommt oder irgendein Gedanke so, boah, du behandelst mich aber voll respektlos, ne? Dann denke ich, ich denke, boah, der behandelt mich wirklich respektlos so. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn man irgendwie vielleicht Therapie gemacht hat und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung hat und Meditation, kommt irgendwann der Punkt, wo man sich davon komplett entkoppelt und sagt so, ich bin der Beobachter all dessen, was passiert. Ja, also die menschliche Erfahrung erscheint und ich bin derjenige, der beobachtet. Und egal, was erscheint, das hat mit mir rein gar nichts zu tun. Wow. So, das ist ein Punkt. Und dann, das ist für mich dann auch so vielleicht das, was ich vorhin als letzten Schritt bezeichnen könnte nochmal. Ja. Dann kommt der Punkt, wo diese Erkenntnis eintritt. Ja. Da gibt es keinen Beobachter. Das, was hier erscheint, hat keine Perspektive. Weder ich konsumiere, noch ich projiziere. Nein, nichts davon. Das Ding hier, der jetzige Moment, hat null Perspektive. Es gibt niemanden, also keine getrennte Entität, die wahrnimmt, die verarbeitet, auch nicht. Viele gehen dann auch in diesen Gedanken rein, so, ja, wir sind ja alle eins, wir sind das göttliche Ich. Mhm. Das kann man auch so machen. Ja. Nur auch das ist immer noch eine getrennte Entität von ich bin das göttliche Ich, wir sind das göttliche Ich und wir erleben uns gerade so als, ja, nee, auch da würde dann der Hardcore-Non-Dualist sagen, ja, aber da ist eine Trennung drin. Ja. So zwischen der Entität und dem Erlebten, ja, also der Erlebende und das Erlebte. Wenn das auch implodiert sozusagen, was bleibt übrig? Jetzt ist natürlich ich hatte einen wunderschönen Vortrag neulich gesehen von einem Swami, ich weiß leider den Namen, der ist mir zu indisch, als dass ich den jetzt komplett aussprechen kann, aber ich kann natürlich den Link jederzeit dann finden. Der hatte es auch in sich, das war also the Buddhist Non-Self, dieses buddhistische Non-Self, versus the Advaitanic Self. So. Mhm. Und dann hatte der wirklich mal eine Stunde lang The Clash of Cultures oder hatte die Geschichte dieses buddhistischen Nicht-Selbst, dieser Lehre, gegenübergestellt gegen der advaitanischen Lehre eines reinen Selbst, was da irgendwo im Hintergrund quasi ist. Und dort hatte er, das hat sich, glaube ich, bei Nagarjuna nochmal verdichtet, der nochmal so als Ikone irgendwie der Buddhisten gilt. Ich habe dich unterbrochen, du hast... Genau, dieses Advaitanic Self versus the Non-Self. Und das sind ja so zwei verschiedene Approaches, so sagt er einfach. Ne? Beide sind ja nur Approaches. Es geht nicht darum irgendwie, dass das eine oder das andere jetzt wahr wäre, weil es ja beides Konzepte sind. So, ne? Und die Frage ist, was ist jetzt da besser geeignet? Und ich muss dir natürlich sagen, egofreundlicher klingt mir natürlich dieses Selbst, das klingt natürlich nicer, weil das Ego dann eher das Gefühl hat, vielleicht kann ich mir da bequem machen in diesem Selbst oder sowas. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen, aber ich fand es immer irgendwie auch verständlicher, dass man sich sagt, und das ist ja dieser Advaita-Approach, den kann ich noch ein bisschen so mitverfolgen. Hab ja kein Glimms und so, ne? Deswegen, also, aber dann komme ich noch mit, dass der begann dann so mit die Tasse bist nicht du, oder? Okay, gut, komme ich mit. Ne? Ich bin nicht die Tasse erstmal und dann die Tasse, die beobachtet doch nicht dich, sondern du die Tasse oder hat die Tasse eine Meinung von dir, so, ne? Und dann müssen wir, dann geht er weiter zurück. Dieser Körper ist ein Objekt. Bist du der Körper? Sagst du, nee. Das kann ich, also wenn man da ein Stück von abschneidet, bin ich nicht weniger geworden. So, ne? Okay, das ist ja auch, das erscheint in meiner Wahrnehmung. Und dann gehst du wieder zurück, Gedanken und Gefühle. Da waren wir gerade bei dir, ne? Ja. Yeah. Gedanken und Gefühle. Und das ist das, wo viele Menschen schon aussteigen, wo ich aber noch mitkomme. Quasi, wo ich sage, okay, nee, das ist also Gedanken und Gefühle, die werden ja wahrgenommen, also sind ja Objekte. Sind nicht das Subjekt, so weit komme ich da noch. Ne? Ja, das so. Klingt für mich nach diesem Self-Inquiry. Ja. So, ne? Dass man halt ständig untersucht, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich. Also, ne? Und mit dieser Frage weiter nach hinten geht irgendwie. Genau, und löst sich dann
angeblich halt irgendwas auf, ja. Ja, das, also, und das ist am ehesten die Schule, die ich instinktiv immer wieder irgendwie aufgegriffen habe, obwohl ich natürlich viel buddhistische Literatur erst hatte oder so. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach, dass mein Ego selbst dann einfach ein Schisser ist an der Stelle und sich sagt, nee, ja. Also ich möchte ja nicht nicht sein oder sowas irgendwie, ne? Ja, das ist, genau, das ist so der, sorry, ich hoffe, ich unterbreche mich. Das ist halt so die Krux. Was ich vorhin sagte, irgendwie, wir können Angst nicht wollen und genauso wenig kann ich wollen, dass ich durchschaut werde als nicht existent. Das kann ich nicht wollen. Also, wer will das schon? Daher, egal welchen spirituellen Weg ich mir suche, du kannst dir sicher sein, es wird derjenige sein, mit dem ich die größte Hoffnung habe, dass es nicht passiert. Dass es nicht passiert. Dass ich nicht durchschaut werde als illusorisches Selbst. Ach, ich so suche den, mir den Pfad aus, der mir sozusagen die größte Sicherheit gibt. Ja, das größte Schutzschild vor der. Genau, Welt. So. Ja. Davon kann man erstmal ausgehen. Ja. Ja. So. Und wenn ich jetzt anfange, Self-Inquiries zu betreiben, dann wahrscheinlich deswegen, weil ich das Gefühl habe, oh ja, das wird jetzt wahrscheinlich mich schön am Leben erhalten, weil ich mache ja Self-Inquiry, um irgendwo hinzukommen, also mache ich ja was, also gebe ich dem selbst weiterhin Energie. Du, das ist das Ganze jetzt upside down, jetzt hast du es auf den Kopf gedreht, das ganze Ding. Das heißt also, Self-Inquiry entsteht an der Stelle, das kann ich mir nämlich gut vorstellen, wo das Ego nicht mehr so sicheren Grund fühlt, wo das Ego schon instinktiv merkt, irgendwie habe ich immer weniger Halt. Und dann begebe ich mich, glaube ich, in diese Lehren rein, ne? Um schnell noch Schutzschilde aufzubauen. Oder ja, vielleicht muss es nicht immer so sein, ne? Auch da wieder das Problem, du kannst dich nicht dafür entscheiden, zu sagen, okay, jetzt ist es mir auch egal. du kannst das nicht tun. Ja. Ne? Und da sind halt gerade auch die Hardcore Spiritual Seeker, die auch besonders ehrgeizig sind, die wirklich ausdauernd sind, die haben eine harte Zeit, weil die dann vielleicht 30 Jahre damit verbringen und die ganzen 30 Jahre und dann es nicht schaffen, sozusagen, das loszulassen. Kennst du Karl Renz? Ja. Ja, also da war ich immer ein riesen Fan von irgendwie gewesen. Ja, ich habe den gerne online gesehen. Ja, ja, ne, der hat mich sehr angesprochen. Ich hatte ihn einmal persönlich sogar hier in Köln. Da war der einmal. Ach, geil. Ja, oh, das war. Warst du bei ihm im Meeting? Im Meeting. Ah ja, cool. Im Original. Das ist, wann war das? 2006 oder so, ne? Ja, cool. Das ist schon lange her. Ja, das ist also das war ein wirklich cooles Ding gewesen. Und er hat ja dieses, er sagte mal, du baust alles, was du tust, ist, du baust Schutzschilde auf. Ne? Mhm. Ihr tut alle so, als wolltet ihr irgendwie Erleuchtung, ihr wollt euch davor schützen. Ja. Ihr kommt hierher, um euch auszurüsten dagegen. Ja, genau. Und das Spannende ist, ich glaube, bin nicht sicher, aber so stelle ich mir das ganz gerne vor, ich bin das Schutzschild. Ja. Das Schutzschild und ich, das ist eine Sache. Das ist ja ein und dieselbe Sache. Das ist ein Schutzschild-Ding, ne? Das ist eine gute Definition für Ego, oder? Ja, und deswegen, genau, und das ist halt so das Schwierige, sag ich mal, daran, ich kann mich selber nicht loslassen, weil wer lässt denn da los? Ja, wie soll ich mich denn loslassen, meine Güte? Wer lässt denn da los? Ja, ich, ja. Aber ich kann das aktiv nicht tun. Deswegen war da auch bei Tolkien, hatte bei Herr der Ringe, da hat er ja diesen Gollum, der am Ende, da kommt irgendwie dieser Kampf und dann fällt der Ring da ins Feuer rein, wie so ein göttlicher Unfall, weil er den Ring ja nicht ins Feuer fallen lassen kann. Er geht den ganzen Weg, will den blöden Ring dann und dann kommt irgendwie, kommt der Gollum dazu und also brauchen wir Gollum, damit das da irgendwie da reinpurzelt, ne? Ja. Ja, und da jetzt fällt mir gerade so, kommen mir so Geschichten in den Kopf gerade, so wie, ja, und jetzt könnte man sich so tolle Sachen erzählen, wie deswegen Vertrauen, dass, ne, und Gott wird es machen und, ne, und irgendwie sich dann in diese externe Instanz irgendwie hineingeben und so. Da kann man ja ganz viele tolle Sachen draus spinnen, ne? So. Ja, das stimmt. Ja.
aber es tut irgendwie schon gut, ne? Also ich weiß nicht warum, also Vertrauen wirkt so wie Ego beschwichtigend, ne? Also das Beste, was ich bisher gefunden habe, ist so vielleicht Vertrauen, ne? Versus Hoffnung. Hoffnung ist irgendwie ein Arsch. Hoffnung ist scheiße, weil Hoffnung ja, wird genau. Ne? Vertrauen ist gut. Ich, ne? Hab auch, ich war bei Tony Parsons in München und bei Jim Newman in Amsterdam, als der da mal da war. Du bist also in den Meetings. Das war echt schön. Und mir hat das total auch. Wow. Ich stelle mir vor, es hat mir viel gebracht, das zu hören, nämlich dieses It's hopeless, es ist hoffnungslos. Und erstmal so, oh echt, ist es hoffnungslos? Nein. Und er sagt so, ja, aber warum bist du denn traurig? Ist doch schön, dass es hoffnungslos ist. Du brauchst keine Hoffnung. Das hier ist es doch schon längst. Ja. Und das war so, also oft, und das ist so wunderschön paradox und so widersprüchlich, weil auf der einen Seite ist da diese unglaubliche Enttäuschung so, ich werde es niemals erreichen. Und auf der anderen Seite so, boah, ist das eine Riesenerleichterung. Ich kann es nicht fassen. Boah, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast, weil ja, ich bin ja schon längst da. So, ja. Ich war noch nie weg. Es war noch nie von mir weg, sozusagen. Ich muss es nicht erlangen, weil es noch nie von mir getrennt war, sozusagen. So. Jetzt erinnerst du mich gerade an was sehr Schönes, weil ich will ja jetzt hier als Interviewer irgendwie eine Message weitergeben und so. Ich kann diesen Channel jetzt aufbauen und so und starte quasi mit dir ja dann. Ne? Und dann jetzt, wenn man mich so fragen würde, warum machst du das denn? Ne? Manchmal kommt die Frage an mich selbst, was machst du denn da für ein Zeug? Das ist doch wieder so ein Ego-Kram dann irgendwie. Dann muss ich an die Thomas Gottschalk-Werbung, die du bestimmt noch kennst, aus den 80ern oder sowas, diese Gummibärchen-Werbung, ne, wo er sagt, erzähl mir doch das Haribo-Geheimnis. Und ihm wird gesagt, hör mal, du darfst alles essen, aber noch längst nicht alles wissen. So, ne? Und er sagt, ich will es doch nicht wissen, ich will es doch nur sagen. Dürfen. So, ne? Nach einem uralten Geheimrezept. Und das verrät uns jetzt Dr. Hans Riegel, der Chef persönlich. Damit du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. Ich will's ja gar nicht wissen, ich will's ja nur sagen. Dürfen. So komme ich mir gerade vor. Ne? Ich will das ja nicht für mich, ich will das ganz altruistisch einfach nur weitergeben können. Ne? Also erzähl ein Geheimnis, damit ich jetzt hier so, ne, selber. Ich glaube, das Und dann hast du jetzt schon dieses total von der ersten Sekunde an, als das hier an war und wir, als das Mikro hier nicht funktioniert hat und ich sah dich nur und so weiter, obwohl ich mich schon geärgert habe, dass mein Mikro gerade nicht funktioniert und wir uns wieder neu einwählen mussten, war ich sofort tiefen. Du hast direkt diese Ausstrahlung, wo die gleichzeitig frustrierend ist und aber vor allen Dingen erleichternd dann. Ne? Also diese Mischung. Ja. Ja, witzig. Etwas Ähnliches habe ich jemanden sagen hören zu Jim Newman. Das und jetzt auch schon. Und Jim Newman sagte dann auch so, ja, könnte eine schöne Projektion sein. Ne? Also was die Psyche da macht und was wir aufeinander projizieren, ist halt einfach abgefahrenes Zeug. Ich mag die Vorstellung, dass der schwierigste Mensch, der mich total abfuckt, wo ich total wütend auf ihn bin und der ganz viel, wo ich eigentlich denke so, das ist überhaupt gar kein spiritueller Mensch und das ist einfach ein ganz schlimmer, schlechter Mensch, wo ich mir denke, ja, der kann es trotzdem sozusagen, ja, bei ihm, also da könnte es auch passiert sein. Es gibt keine Erleuchteten. Also das ist auch, also meine Einladung an dich ist, auch diese Formulierung gar nicht zu benutzen, weil es stimmt einfach nicht. Es gibt de facto, keine Ahnung, was du in mir siehst. Ja. Ich bin nicht erleuchtet, es gibt das gibt es nicht. Ja. Das gibt es wirklich nicht. Das gibt es nicht. Und du wirst niemals Erleuchtung erlangen, das wird dir nicht widerfahren. Und das ist nicht so wie, dass das ein komplexer psychologischer Prozess ist und wenn es passiert, das ist so wie,
ne, also in der psychotherapeutischen Arbeit ist es ja auch oft so, ne, dass man halt so mit inneren Prozessen beschäftigt ist. Das ist was völlig anderes. Ja, das ist und Matrix. Es hat mit dir nichts zu tun, rein gar nichts. Das hat für mich nichts damit zu tun, wie geklärt das System ist sozusagen. Also ich mag gerne diese Dinge voneinander trennen. Also der Augenblick der Erkenntnis oder des Durchleuchtetwerdens ist eine Sache, aber dann, dass das System frei von Trauma-Energie ist, ist ein ganz anderer, es ist halt das ist was anderes. Komplett so. Anderes Ding. Ja. Das sagt auch Rupert Spira. Der hat auch dann so in einem Video, weil das interessiert mich natürlich als Psychotherapeut, gucke ich immer, ja, okay, hat der Psychotherapeut da noch einen Job? Ja, anscheinend schon, ne? Durchaus. Also, weil es einfach ganz was anderes ist. Der Psychotherapeut arbeitet, so sagte ich mir, innerhalb der Matrix. Und der, ne? So. Spannend, dass du das sagst. Ich hatte letztens eine Session mit Richard Sylvester. Ja. Ist aus England ja auch so ein Non-Dualitäts-Speaker. Ja. Auch therapeutischer Hintergrund. Und mit dem habe ich exakt darüber gesprochen. Krass. Weil ich ja auch Beratung mache. Ja, super. Und habe ihn genau das gefragt. So, aber wie kann ich... Man könnte jetzt vielleicht sagen, ich arbeite jetzt mit einer etwas geänderten Software. Ja. Also ich hatte so dieses Gefühl von, wie kann ich denn jetzt mit Menschen so psychosoziale Beratung machen, ohne denen ehrlich zu sagen, was wirklich so was dieses Fundament ist von dem hier. Und dieses Fundament ist, hier ist niemand, du sprichst gerade mit niemandem. Und wenn ich das jedem sagen müsste jetzt irgendwie, mit dem ich in arbeite, dann, ich habe dann so, da ist so eine Angst, so irgendwie, ja, ich fuck die voll damit ab und so, dann halten mich alle für weird und keiner will mehr mit mir arbeiten oder so. Mhm. Und was Richard gesagt hat, war auch sehr hilfreich. Er sagte, wenn ich mit jemandem, mit einem Therapeuten zusammenarbeite oder mit einem Berater, jemand, der sowas macht, dann würde ich mir tatsächlich eher wünschen, dass das jemand ist, der nicht da ist. Also, ne, der nicht da ist. Weil da viel weniger Agenda ist auf der anderen Seite. Da ist viel weniger Story auf der anderen Seite. Das ist so wie der Spiegel hat weniger Falten, weniger Beulen und die Reflexion ist eine klarere. Ja. Ich habe zum Beispiel mal mit Pferden eine pferdegestützte Coaching-Session gehabt. Unglaublich geil. Pferde sind ja auch nicht, also ich stelle mir das gerne vor, die sind auch nicht da. Die sind einfach, das ist das Sein selbst und total reaktiv. Wundervoll. Ne? Und total im Gefühl und im Gespür. Und wenn du mit dir selber nicht kohärent bist, dann merkt das Pferd das und wird entsprechend reagieren. Also kannst du am Pferd ablesen, was ist bei dir eigentlich los. Wie wir eben bei den Hunden hatten, das Beispiel ein bisschen. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Ja, ja. 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 Weißt du, als Therapeut habe ich ja das auch durch die Non-Dualität, die hat schon Einfluss, auch wenn ich jetzt nicht erleuchtet bin oder so, aber trotzdem hat die einen Einfluss und so von, da lernt man so Sachen wie, bereite dich nicht auf das Gespräch vor. Je schlechter ich darauf vorbereite bin, umso besser wird das Ding, ne? Weil ich dann ja mehr zuhöre, was jetzt gerade da abgeht. Ne? Ja, und du hast halt weniger vorgefertigte Story, die dann, na, du bringst ja sehr viel von deinem rein. Ja. Und verhedderst dich und verstrickst dich sozusagen mit deinem Gegenüber und plötzlich geht es nicht mehr um seins oder ihres, sondern um euers. Ja. Und das macht die Arbeit dann nicht ganz so wirksam vielleicht. Ja. Also alles, was erscheint, nicht, also überhaupt nicht sich mit verwickeln oder damit sich selber verstricken, sondern einfach nur sozusagen wie so ein neugieriges Kind beobachten und gucken so, ach, schau mal an, wie krass abgefuckt ich gerade bin. So, ach krass, was das alles hier gerade, was hier gerade los ist. Das ist ja interessant. So. Wow. Und dann halt dem nicht, aber nicht darauf reagieren, sondern einfach nur gucken, was da ist. Bei mir hat es halt, auch das habe ich von Richard Sylvester bestätigt bekommen, sozusagen, der sagt, also bei vielen ist es halt so, dass wenn dieser Einschlag kommt, dass danach so eine Phase ist von, als würden die Leute in so eine Art Motivationsloch fallen, dann
Weil ja. Manchen Leuten ist es so extrem, dann sitzen die tagelang oder wochenlang und starren die Wand an oder so. Also richtig. Ja. Und man denkt, oh krass, könnte eine psychische Störung sein. So, nee, ist es, ja. ist keine Störung. Es ist einfach nur so, das reicht. Ja. Da ist die Wand und das reicht gerade voll. Das reicht gerade. Weißt du, das ist das, was ich ein bisschen, ganz ehrlich, erfahre ich das etwas, weil ich eben, ich habe leider keine Totalexplosion im Moment am Laufen, aber ich habe dieses, als würde ich den Stromanbieter ein bisschen wechseln. Ja. Das heißt also, vorher bin ich immer auf diesem Chaka, mach was, ne, tu hier Junge, ne. Da steht man auf und will irgendwas erreichen. Und dann, wenn diese Energie, wenn man anfängt, sich hiermit zu beschäftigen, dann kann es sein, als und man hat so eine, da entsteht so eine Bereitschaft, von diesem Strom loszulassen. Du hast das Vertrauen, es kommt schon irgendwas. Ja. Wenn du das machst, dann musst du einen Preis bezahlen, oder? Du bezahlst erstmal, du musst da quasi das für den Frieden, wenn du den Frieden haben willst, kannst du nicht gleichzeitig an diesen Stromanbieter, diese, was wir als Motivation so wahrnehmen, kannst du erstmal nicht festhalten, sondern gibst den auf. Und dann werde ich wie von was anderem ernährt, wie vom Frieden oder sowas. So kommt mir das vorgeraten. Das ist mein Märchen natürlich dann. So dann. Aber dann, und dann manchmal hatte ich so Phasen, wo ich denke, dann kommen so Stimmen wie, Alter, du bekommst gerade eine Depression einfach nur, ne? Ja. Das ist doch gar nicht gut. Dann kommt so eine blöde Angst auf und dann kommt wieder eine andere Stimme, die sagt, nee, lass mal, passt schon. Ja. oder so, ja. ne? So. Es ist spannend, dass du das sagst, weil exakt das habe ich auch, damit habe ich mich auch auseinandergesetzt in den letzten Wochen, nämlich dass dieses Motivationsloch, von dem ich sprach, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei manchen Menschen wirklich so depressive Züge annimmt, weil diese Gewissheit, die dann eintritt, so dass ich nicht da bin und dass das alles eigentlich, ich habe mich, also nichts davon, ich habe null Kontrolle über irgendwas, was hier geschieht. Das Ego, das wieder zurückkommt, legt das dann halt in so eine absolut enttäuschende Richtung aus. Was dann noch fehlt sozusagen, was in dem ganzen, in einem stabilen, wieder zurückgekehrten Ego-Konstrukt fehlt, ist halt der Teil mit der Fülle und der Liebe. Ja, also weil das, was da ist, ist ja also bedingungslose Liebe. Ja, ja. Immer stimmig, immer ausreichend, immer perfekt passend. Ja. So, und diese... Das ist dann wie so eine Balance, die eintritt. Und wenn nach diesem Ereignis das zurückgekehrte Ego sehr stark auf dieser einen Seite nur unterwegs ist, in so, fuck, voll die Enttäuschung, scheiße, das hat ja alles gar keinen Sinn plötzlich mehr, dann kann ich mir vorstellen, dass daraus wie so eine Depression entsteht. Ja. Und dann vermute ich, oder ich erzähle mir jetzt gerade die Geschichte, es könnte helfen, diesen Menschen zu sagen, ey, weißt du noch? Das ist ja alles übrigens alles und Fülle und Liebe und alles stimmig. Ja. Erinnerst du dich noch? ja, absolut. Ich glaube, für manche Menschen ist es dann zu sehr, der ist der Wechsel der Stromanbieter zu radikal oder so. Ne? Die fallen dann in das Loch oder so. Ja. Und anders, wenn sonst ist das mehr so wie so ein langsames sich dran gewöhnen. Ne? Da wird ein bisschen mulmig, weil man läuft ja auf Spannung. Ja. Auf Angst, die motiviert. Ne? Und du, wenn du die Angst weglässt, dann verlierst du ja diese ganze Angstmotivation. Du hast nur noch dieses Schöne. Eigentlich hast du nur noch die reine Motivation übrig. Also so kommt mir das vor. Ne? Ja, ich bin gerade nicht sicher, ob ich das so richtig, ob ich dir folgen kann. So. Aber was das bei mir gerade ausgelöst hat, was du gesagt hast, ist, ich habe ein Buch gelesen, den Titel weiß ich leider nicht mehr, es war eine Autorin, also ein biografisches Buch über eine Frau, die auch, wo diese Erleuchtung halt eingetreten ist, oder diese Erkenntnis bei ihr entstanden ist sozusagen. Und sie hat sich aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie mit Spiritualität auseinandergesetzt. Ja, das ist schön. Die war so völlig... Also ein unbeschriebenes Blatt in der Hinsicht. Ne? Es war eine so einfach eine Frau, das ist so cool. Hat Familie, ne? Und lebt so ihr Leben, steht an der Bushaltestelle, steigt in den Bus, aber sie ist nicht eingestiegen. Also die Busfahrt ging weiter und so weiter. Ne? Also sie hat das toll beschrieben. So, da war diese Busfahrt mit
diesen Menschen so, aber ich bin nicht eingestiegen. Wow. Und daraus ist tatsächlich eine, ich glaube, 10-jährige, also nicht Karriere, wie sagt man, eine 10-jährige Geschichte von Therapie geworden. Also die ist dann bei ihr, ne, da ist ganz viel Angst eingetreten. So, ne? Also sie hat mit Ängsten zu tun gehabt. Sie wurde ständig diagnostiziert, also mit ist so einer dissoziative Störung. So und sonst, ne? Und bis sie nach echt super langer Zeit irgendwann mit jemandem gesprochen hat, der sagte, ey, junge Frau, wissen Sie, was da los ist? Richtig toll, was da passiert ist. Was Schönes ist passiert. Ja, das ist eigentlich, dass das, was Ihnen da vor 10 Jahren geschehen ist, das ist, wo unglaublich viele Menschen nachsuchen und sich danach sehnen und ihnen ist es so zugefallen. So in den Schoß gefallen. Wissen Sie eigentlich, was das ist? Und dieses Narrativ sozusagen hat ihr dann geholfen, um das zu sozusagen, und das Ego, was dann halt noch da war, um sich wieder zu stabilisieren und das zu integrieren, was da eigentlich los ist. Und das ist, finde ich, auch die enorme Motivation für vielleicht auch uns beide, so schätze ich mal, als Therapeuten oder die in diesem Bereich ja dann unterwegs sind, dass man solchen Menschen dann, deswegen ist, glaube ich, die Vermittlung dieser Messages auch sehr wichtig und cool, also für Leute, die das anderweitig nicht einordnen können, die eher eine Chance haben, auf so ein Video wie das hier zu treffen und dann sich nicht irgendwie dann am Ende so ein trauriges Schicksal irgendwie. Ja. Ja. Absolut. Also ne, was dieses System hier immer noch teilweise macht, ist, also manchmal ist die Wahrnehmung besonders extrem, was heißt extrem, also besonders stark, dass ich nicht da bin. Und das ist kommt zusammen mit einem leichten Anflug von Angst. Ja. Also, dass das immer noch gepaart mit Angstgefühlen kommt. So, das passiert halt immer noch. Ja, super. Und diese Angst kann ich gut nehmen im Sinne von so, ja, das darf so sein. Ja. Und ich begrüße das sozusagen und habe eine ganz andere Grundhaltung zu diesen Prozessen, die da ablaufen. Ja. Und bin da auch. Da findet eine andere Bewertung statt, was da eigentlich gerade los ist. Ja. Ich mag sehr gerne den Satz von Brett Blenden aus Radical Honesty, der sagt, lose your mind and come to your senses. Lose your mind. Verlier den Verstand und komm zu deinen Sinnen. Und wenn du deinen Verstand verlierst, das kann beunruhigend sein, je nach Konfiguration hier drin, je nachdem, was sich dieser Geist erzählt für Geschichten, kann den Verstand verlieren wirklich beunruhigend sein. Ja. Und vielleicht auch dazu führen, dass die Leute dann therapeutische Hilfe aussuchen. Ja, klar. Obwohl das ich erzähle mir die Geschichte, ist ein evolutionstechnisch betrachtet, ein völlig normaler Prozess, der genauso stattfinden einfach muss, geht gar nicht anders. Das ist das Leben selbst, wie es sich entfaltet. Also um diese Dinge, die mache ich mir wirklich, da mache ich mir diese Gedanken irgendwie. Ich glaube, das ist meine Hauptmotivation auch für den Channel so, dass man guckt, wie man das miteinander verbindet. Und da hatte ich so, ich habe eine Grafik aufgezeichnet und dann hier ist das Ego, sagen wir mal, hier ist die Ego-Auflösung, das ist das Ego und dann gibt es eine zunehmende Neurotisierung, das wäre der Strahl nach rechts, dann hätten wir also erst die Neurose, der Ego ist neurotisch, so, das Ego ist Neurose per se, ne? Dann hätten wir hier so ein Borderline-Level, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken, dann ist man sehr, also entweder Freund oder Feind, dann geht es weiter in die dissoziative Identitätsstörung, wo sich einzelne Persönlichkeitsanteile rausbilden und dann in die Psychose. Und mir ist aufgefallen, hin zur Psychose findet eine zunehmende Neurotisierung statt. Das heißt, das Merkmal der Psychose ist die Neurose. Ne, das ist mir dann irgendwie klar geworden, wenn ich mir das mal angeguckt habe. Was ist das Typische an Psychotikern, dass deren Gedanken schon laut werden und denen Eingebungen geben und sagen, Vorsicht, hier musst du aufpassen. So. Das heißt, die Gedanken sind hyperaktiv irgendwie da. Ne? Das heißt, das ist nicht, die Psychose ist nicht irgendwie etwas
Spirituelles im Sinne von, da löst sich nichts auf, sondern es wird wie fragmentiert. So wie beim Terminator, dieser T-1000, wenn du da drauf geschossen hast, dann ist er in so einzelne Partikel gefallen. Das ist die Psychose quasi, ne? Wie so ein desintegriertes, aber noch zusammenhängendes, fieses Ding. Ja. So, und das heißt, der Weg von der Psychose wieder in das gesunde Ego ist schon mal gut, weil dann wenigstens alles wieder etwas mehr zusammenwächst. Und selbst wenn es ein neurotisches Ego ist, das sich mit künstlichen Tricks da irgendwie aufrechterhält, ist es immer noch angenehmer als die Psychose. Ja. Aber wenn wir weiter nach links gehen, kann sich das sogar ganz auflösen. So, ne? Ja. Das wird, und das wird in der klinischen Psychologie dann verwechselt manchmal. Dann sagen die hier, der nimmt sich selbst nicht so richtig wahr und dann verwechseln die das mit, ja. Ja. Der Gedanke, der mir dazu kommt, ist halt, das ist ja eine, ich finde das spannend, also gerade, ne, ich als kognitiv denkender Mensch irgendwie finde das, tolles Konzept, tolles Modell, ne? Ja. Finde ich voll spannend und wie die Zusammenhänge sind und gerade dieses, und das ist ja das hier oben, das ist einfach dieser Apparat, der unfassbar leistungsfähig ist, der ist so krass damit dann, der findet das geil so. Und wenn man das ergänzt jetzt mit dem Rest, der eigentlich an mir noch dran ist, ja, da ist ja nicht, ich bestehe nicht nur aus Gehirn, sondern aus allem, so, ich mag gerne die Vorstellung, dass zwanghaftes Denken oder generell laute Gedanken dann auftreten, wenn ich ablenken will von dem, was in meinem Körper gerade los ist. Wenn ich nicht fühlen will, dass ich gerade Angst habe, dass ich mich schäme, dass ich traurig bin, dass all diese Emotionen, die sozusagen, ja, die so anspruchsvoller sind als Freude, dass ich dann sofort Ablenkung mache, ne? Und der Körper lenkt ab, lenkt die ganze Energie in den Kopf. Ja. Und das ist einfach Selbstmanagement, das ist Ablenkungsstrategie. Das ist Ablenkungsstrategie. Nicht zu fühlen und genau nicht und deswegen, zu fühlen. Ja. Und das ist mir persönlich auch an diesem ganzen Prozess oder an meinem Prozess, aber auch an, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ist mir das in dem Prozess so wichtig. So, der Körper, das ist der Schlüssel. Der Körper ist der Schlüssel. Und genauso der ganze, was wir mit Non-Dualität und diese ganze Erleuchtungsthematik so, der Körper ist der Schlüssel. Der Körper ist der Schlüssel. Es geht um dieses Embodiment. Ne? Ja. Bevor ich das nicht begriffen hatte, hatte ich mehr Schaden als Nutzen oder so. Ne? Habe ich mehr Schaden als andere an dieser ganzen Zen-Geschichte gehabt. Also die ersten Jahre, wo ich mich damit beschäftigt habe, bin ich nur in spirituelle Krisen geraten und so weiter. Das war überhaupt nicht angenehm, mich damit zu beschäftigen, weil ich immer mehr in die Gedanken gekommen bin, bis ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass mein Körper so durch war, dass ich nur noch im Wald umhertaumeln konnte. Ja. Ich war nur für mich durch. Ne? Ja. Jetzt fällt mir was Spannendes ein. Ja. Ich werde ja auch sofort, ne, sofort skeptisch meine eigenen Gedanken. Aber kommt, bei dir ist immer so ein Kontrolleur. so ist krass. Doch eine Nervensäge dann. Nee, ich habe mich mit dem ganz gut angefreundet inzwischen, weil er bringt das Gleichgewicht. Das mag ich ganz gerne. Er bringt das Gleichgewicht. Okay. Weil ich selber das in Frage gestellt habe, so, der Körper ist der Schlüssel. Klingt so toll. Oh ja, der Körper ist der Schlüssel. So, ja, Moment, stopp. Bravo. Ich hatte gerade so die Erinnerung, ich habe über einen Bekannten, der auch eher so auf Yoga-Retreats in Indien war, der hat dann von Leuten erzählt, die Yoga gemacht haben. Ja. Und da gab es einen Fall, da hat sich jemand aus dem Fenster gestürzt nach so einem Yoga-Retreat, weil der mit dem nicht klarkam, dass plötzlich sein Körper durchgedreht ist. Also da war plötzlich bei dem so viel Punk im Körper los, dass er das nicht halten konnte und hat sich umgebracht. So. Und das ist heavy stuff. Ne? Das ist heavy. Und ich kann mir vorstellen, das ist alles nur schöne Theorien und Hypothesen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann halt genau das gegen die andere Richtung also nicht im Balance war, dass dann halt der Verstand nicht hinterherkam. Der Körper war krass unterwegs, da war super viel, aber der Verstand konnte das nicht einordnen und ist daran auch so ein Stück weit auch, war dysfunktional. Das heißt, ich mag gerne in Balancen denken. Das heißt, absolut. Wie kann man das Gleichgewicht herstellen? Ne? Ja. Also bei mir ist es vielleicht so, ich bin ein sehr starker Kopfmensch, deswegen ist bei mir dieser Ansatz über Non-Dualität total gut, weil Non-Dualität hat meinem Verstand die Erlaubnis gegeben, hör auf, es verstehen zu wollen. Ja. Falscher Weg. Ne?
So, und dann gibt es vielleicht den anderen Weg, wo die Menschen, die eher die ganze Zeit über den Körper versuchen reinzugehen, ja, dann vielleicht auch mal ganz gut die Botschaft gebrauchen könnten, ey, hier oben. Denk mal ein bisschen nach. Versuch das mal einzuordnen, was du gerade erlebst. So, ne? Versuch mal vielleicht mit dem Kopf da ein bisschen mitzuarbeiten, sodass beide Seiten den Weg gehen. Nicht nur eine Seite, sondern dass das halt in so einem Gleichgewicht stattfindet. Ja, also das mag sein. Und von einer anderen Perspektive oder eine Alternativhypothese ist auch die, dass letztlich diese Leute, ich frage mich, also so, ich hatte früher war ich bei Professor Fischer, das war, der hatte diese Psychotraumatologie irgendwie gegründet, ne? Und das ist eine alte Schule, die, während ich mich mit Non-Dualität beschäftigte, hatte ich dann diese Dinge, die ganz was anderes irgendwie berichteten. Und er sprach davon, dass traumatisierte Menschen, dort muss man erstmal die Abwehr stärken, so gesehen, ne? Und er sagt also, wenn die traumatisiert sind, die brauchen erstmal, weil das Merkmal von der Traumatisierung ist, dass die Psyche überwältigt wurde von etwas, was in dem Moment alle Verarbeitungskapazitäten überschritten hat, ne, sodass da die Sicherung ein bisschen rausspringt. Und diese Symptomatik ist eigentlich wie eine Folge einer rausgesprungenen Sicherung, die Psyche ja bewahrt. Die ja eigentlich, also diese ganze Traumadynamik ist damit das Ganze noch halbwegs, ne, damit es noch halbwegs hält irgendwie als Kompromisslösung. Und das heißt also, die haben das Bedürfnis nach Kontrolle und deswegen machst du als Therapeut mit denen, das habe ich auch ziemlich verinnerlicht, nicht Entspannungsübungen, weil zumindest nicht zu Beginn der Therapie, sondern die kommen da rein im Hyperarousal, das heißt, die sind übererregt und sind sehr ängstlich, kommen die zum Therapeuten und man macht paradoxerweise, sagt man dann, dockt man an diesem Bedürfnis an und sagt dann, okay, also du hast diesen Banküberfall erlebt und aber vielleicht, du hast ja versucht, dich dagegen zu wehren, also alles abzusichern und was gewissenhaft alles gemacht. Was können wir tun, damit sowas noch, vielleicht hast du noch nicht geguckt, schreib mal alle Dinge auf, wo du dich noch besser absichern kannst, such danach. So. Und das beruhigt dann schon diejenigen, weil du an deren Bedürfnis andockst, dass die jetzt wieder ein bisschen Kontrolle haben. So, ne? Und paradoxerweise lässt dann schon ein bisschen das Bedürfnis nach Kontrolle nach und dann darf langsam das traumatische Material, kann dann besser dosiert, peu à peu. Also Dosierung wär das Ding. Ne? Ja. Dosierte Arbeit. Ne? Und nicht, und er sagte, das Schlimmste ist diese Flooding-Idee, dass man irgendwie jemanden versucht, brutal durchzufluten. Da meint er immer, das ist dann genau das, was dann retraumatisieren könnte oder so. Ne? Dann bist du wieder in den. So klingt das für mich ein bisschen bei diesem Yoga-Kerl, ne? Der wo irgendwie. Ja, das kommt so viel, wie du sagst. Ich mag sehr gerne die Analogie mit einer Cola-Flasche oder irgendeine Flasche mit Kohlensäure drin. Also mit einer Flüssigkeit, die Kohlensäure enthält. Ja. Wenn du diese Flasche schüttelst und das dann vergleichst mit, okay, da ist diese Flasche, die ist total krass geschüttelt worden. Das ist halt die Traumatisierung sozusagen. Das ist meine blockierte Energie im Körper. Und dann gibt es halt wie machst du so eine Flasche auf? Wenn du die komplett aufdrehst, einfach so, ja, was passiert? Ne? Völlige Überschwemmung, Riesensauerei, ja? Riesensauerei, ja. So, ja. Also wir haben irgendwann gelernt, solche Flaschen machen wir auf, wir drehen auf, bis es zischt, dann machen wir schnell wieder zu, warten ab, bis es sich wieder gesetzt hat. Dann machen wir wieder auf und das so in mehreren Zügen sozusagen, in mehreren Schritten. Ja. Und ich mag ganz gerne so auch über therapeutische Prozesse nachdenken, weil unter Umständen ist sehr, sehr viel Leidensdruck, viel, viel Energie gespeichert. Ja. Und wenn du die auf einen Rutsch da irgendwie durch, ob es jetzt Yoga ist oder sonst irgendeine Praxis, wenn du die aufmachst, Ja, dann hast du halt die Riesensauerei am Ende so. Ne? Dann kommen die Leute halt, die können es dann auch nicht verpacken. Also dann sind die wieder überfordert. Die Energie ist deswegen blockiert. Du hast es ja auch gesagt, ich benutze den Wort Überforderung. Überforderung. Wenn ich als Kind, als Heranwachsender oder auch als Erwachsener überfordert bin,
dann dissoziiere ich, ich spalte mich von meinem Körper ab, weil der Körper macht ja das Gefühl. So. Ja. Und deswegen geht es darum, wieder zurück in den Körper zu finden und in kleinen Schritten, in verkraftbaren Schritten, das wieder zu fühlen, was der Körper da so gespeichert hat. Wow. Wann immer wir davon reden, dass du ich drehe durch oder ich verliere meinen Verstand, das ist, wenn wir uns das angucken, das ist ja die Psychose so, ne? Und in der Psychose ist der Verstand hyperaktiv. Also man verliert den nicht in dem Sinne. Den Verstand zu verlieren ist kein Problem eigentlich, sondern dass du von dem überwältigt wirst. Das ist eine Schwierigkeit. Ne? Und, ja. Beziehungsweise, ich würde so formulieren, die Reaktion des Körpers darauf, dass der Verstand verloren wird, ist die Herausforderung, weil der Körper, ich vermute mal, mit Angst reagiert. Also etwas, was mein Verstand mit Angst labelt. Der Körper macht keine Angst. Der Körper macht, es spannt sich hier an oder hier ist ein Ziehen oder ein Stechen. Meine Beine kribbeln, Hände werden feucht, ich kriege einen trockenen Mund oder so. Ja, das macht der Körper. Der Körper macht ganz viele und teilweise sehr intensive Sachen. Und mein Verstand labelt das dann und macht so ein Schild an. So, guck mal, das ist das, was wir als Angst definieren. Ich kann ja auch umlabeln, ich kann sagen, das ist keine Angst. Das ist einfach Aufregung, das ist Nervosität. Das ist ja auch das, was mit Menschen gemacht wird, die so Bühnenangst haben. Da wird einfach das Label geändert. Du hast keine Angst. Das ist ein völlig normaler Prozess. Du bist nervös, bevor du auf die Bühne gehst. Ja? Ja. Ja. Stimmt. Du kannst es auch anders werten. Und ich war selber viel, ich mache Musik, deswegen ich habe auch viel. Was machst du denn? Ja, genau. Also, auf jeden Fall, nur ganz kurz. Ja. Ich habe irgendwann für mich verstanden, wenn ich nervös bin vor einem Auftritt, dann bringt das Energie rein in den Auftritt und dann wird der Auftritt super und die Leute haben Spaß. Wenn ich nicht nervös bin, dann wird es langweilig. Also kann ich mich ja auch darüber freuen, dass ich nervös bin vor einem Auftritt, weil ich sage, geil, das wird richtig, richtig gut. Ja, das kann ich gar nicht verstehen. Das ist zum Beispiel, hier ist ja auch immer ein bisschen noch diese Anspannung, die macht unser Gespräch auch gerade schön. Ne? Die ist ja auch immer ein bisschen noch mit dabei, dass wir Sachen auf den Punkt bringen wollen und so. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es für manche Zuschauer dadurch gerade spannend würde. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Also, die Energie springt über. Wenn wir da jetzt so sitzen und sind hier so die total, sitzt im Nirvana. Voll verkocht, das ist so. Das ist Zigaretten so. so am Kiffen. Ne? Und was machst du so? Oh. Ja, genau, ne? Dann ist da nicht viel. Dann ist es kein schöner Auftritt halt. Ne? Deswegen ist das ja auch ein Geschenk der Natur. Das ist ja das. So, klar, Angst ist was Tolles. Wir gucken alle gerne Horrorfilme. So, ne? Wir wollen ja nicht langweilige Horrorfilme. Wir wollen ja, dass da was passiert. Ja, genau. Macht Spaß. Genau. Und das ist halt für mich auch immer wieder fragwürdig gewesen. Warum? Ich habe selber früher gerne so gruseliges Zeug geguckt. Ja, also nicht das Blätter, sondern einfach, wo ich Angst kriege auch. Und dann habe ich mich lange gefragt, warum schaue ich mir das eigentlich an? Und bin zu dem Entschluss oder zu der Folge, Schlussfolgerung gekommen, Angst ist Lebendigkeit. Jede Emotion, die kommt, ist Lebendigkeit. Ja. Wenn ich meine Angst unterdrücke, wenn ich meine Wut unterdrücke, dann unterdrücke ich, das ist dieselbe Funktion unterdrückt dann auch meine Freude. Ja? Also am liebsten würden wir ja sowas machen wie, ja, Freude, also wie so Regler, ja, Freude ganz auf, ja, Angst bitte ganz runter und weiß nicht, Trauer ausbauen bitte, will ich gar nicht haben. Das Problem ist, wenn ich meine Angst runterreguliere, dann ist das genau derselbe, der Körper macht an derselben Stelle, reguliert er runter, wenn Freude kommt. Weil Freude auch eine körperliche und teilweise intensive Erfahrung ist. Was du gerade sagst, das ist auch tatsächlich mal geschehen. Ich hatte, als ich Psychologie studiert hatte, dann hatte ich bei Professor Gallert, hieß der, da hat er erzählt von jemandem, der war so ein Angstpatient, das war so ein Hardcore-Fall, dass die wirklich gesagt haben, wir operieren mal die Amygdala raus. Ach, shit, ey. Oh. Ja, das ist Horror. Das sind für mich echte Horror-Stories immer gewesen, so etwas. Ne? Und der Kerl, der war dann, der hatte dann keine Angst mehr. Tatsächlich haben die die Angst rausoperiert. Aber die Freude raus. Ja, genau. Da war nicht mehr so viel. Da war so ein bisschen wie Depri dann. Ne? Ja. Letztlich, da war nicht mehr so viel los. Allerdings hatte ich mal kennst du Drewermann?
Aber der hat einen schönen Vortrag gehalten, auch über, das fand ich hilfreich, ob das jetzt so sachlich stimmt oder nicht. Aber ich fand es eine schöne Metapher, dass er sagte, wir haben Serotonin, das ist die Peace, Chill, alles in Ordnung. So, das ist diese meditative Droge quasi. Und dann haben wir die dopaminäre Freude. Und Dopamin ist so Achterbahn oder Party und irgendwie geiler Auftritt und so. Und dieses, das ist, glaube ich, in der Gesellschaft haben wir sehr dieses, Freude wird sehr mit Dopamin verbunden. Das heißt, es wird damit fast verwechselt. Und wir haben wenig Werbung, die für serotonerge Freude, weil das schlechter zu verkaufen ist. Damit kannst du weniger Produkte verkaufen mit diesem, ey, alles ist cool, so, ne? Außer Jever zum Beispiel. Keine Staus, keine Kompromisse. Keine Hektik. Diese schöne Jever-Werbung, wo sich einer mit dem Mantel noch so auf den Strand wirft. Keine Anrufe. Das heißt, das wäre eine der ganz wenigen Serotonin-Werbungen. Interessant. Ich kenne das leicht anders. Also ich mag diesen Ansatz, den Gedankenansatz mag ich sehr gerne. Ich habe darüber auch viel nachgedacht und das auch in meine Arbeit auch so mit irgendwie mit berücksichtigt sozusagen. Ich kenne das halt eher über die Arbeit mit Psychedelika. Also ne, wenn du mit Substanzen arbeitest, also es gibt halt zwei verschiedene, könntest ganz ganz grob, ne, so ganz grob aufteilen, auch wie du sagtest, es gibt Substanzen, die wirken auf das Dopaminärsystem und das sind alles diese ganzen Opiate, sag ich mal, ne, also Koffein, Kokain, Heroin, also diese ganzen Dinger, die so, ich sag mal eher, ja, wo man sagen, das sind die eher schlechten Drogen, könnte man sagen, ja, die, wo man eher drauf hängen bleibt, genau, das ist das Dopaminsystem. Und Dopamin, ich erkläre mir das immer so, Dopamin ist so dieser, das, was den Urmenschen dazu gebracht hat, wenn er Hunger hat, auch jagen zu gehen. Ne? Das also, oder ich habe Hunger, ich sehe einen Apfelbaum, zack, Dopamin, ah, Apfelbaum, cool, so, ne? Ja. Ah, ne, positiv, also eine positiv nach vorne gerichtete Energie. Dann gehe ich auf den Baum zu und mit jedem Schritt ein bisschen Dopamin. Ah, ich komme näher. Ah, gleich gibt es was zu essen. Geil. Und dann nimmst du den Apfel, Dopamin, und dann beißt du rein. Ah, oh, Dopamin. So, ah, geil. Ja, so, diese Befriedigung so irgendwie. Ja. Ne? Ja. Und Serotonin habe ich mir immer erklärt mit dieser Szene. Stell dir vor, du stehst auf der Bühne, kriegst gerade dein Diplom überreicht bei der großen Übergabefeier, deine Eltern sind im Publikum und du, ne, du stehst und hältst deine Abschlussrede und sagst, ohne meine Mama, Papa, ohne euch hätte ich das nie geschafft, ich danke euch vielmals, und die Eltern sind so total zu Tränen gerührt und so, und diese Szene, wo man so richtig vielleicht, ne, wenn man sich da reinspürt, so, dann merkt man, da kommen fast schon Tränen hoch, ja, das ist Serotonin. Also Serotonin hat für mich immer sehr stark diesen Charakter von Verbindung, von Liebe, von Kontakt, mit Menschen in Kontakt kommen. So. Das heißt, da spricht man ja auch von Oxytocin, ne? Oder ist das so? Ja, das kann sein. Es gibt also, genau, ja, es gibt, ich glaube, vier Sachen insgesamt. Ja, also ich meine, klar, das sind ja alles, who knows, ne? Wir wissen ja gar nicht über eigentlich das Gehirn so, ne? Aber es wird damit in Verbindung gebracht, ne? Oder assoziiert. Okay, kannst das dann sein, ich glaube, du meintest Oxytocin, das, wo man sagt, dieses, das, so die Liebes, diese Verbundenheit. Ja. Und ne, da hatte Helen Fischer, die hatte so frisch Verliebte oder auch Liebeskummernde unter Tomographen gelegt, mehrfach. Und hatte dann festgestellt, die hatte unterschieden zwischen den drei evolutionär bedingten Wünschen, Sex. Das ist der wichtig, also das ist der erste Wunsch, der ist auch der älteste. Dann die Verliebtheit, eine neue Erfindung der Natur quasi, dass man dann auch über 4 Jahre lang, bis die Brut aufgezogen ist, noch verliebt ist. Und Liebe. Sie sagte dann, dieses Verliebtheit und Liebe sind beinahe Antagonisten. Weil ein Pärchen, was sich kennenlernt, und verliebt ist, dann hast du am Anfang viel Dopamin, viel Abenteuer und du bist die ganze Zeit in Gedanken, wie obsessiv mit der Frau beschäftigt vielleicht dann, ne? Und bist
träumst da rum. Das ist dieses wie Zwanghafte. Deswegen heißt es auch verliebt, vertan, verrannt, verliebt. Ne? Erfahrung, so, ja. Den Kopf verdreht und so. Ne? Dann bist du so ein bisschen wie crazy und so. Ne? Das ist ja dieses Verliebte. Und dann willst du, da möchtest du, oder du bist umso verliebter, je mysteriöser für dich der Partner ist. Weil dann gibt es mehr zu suchen und mehr rauszufinden. So, ne? Spannend, ey. Das ist richtig spannend. Das ja. ist richtig spannend. Das, während dann die Liebe, wenn Leute einander lieben, so sagt dann Helen Fischer, also nicht Helene Fischer, die Sängerin, sondern die Anthropologin, dann sagt sie, diese verliebten Leute, die sagen dann, ich liebe das, dass ich genau jede Bewegung von dir auswendig kenne. Ich weiß genau, welche Falte du morgens hast und so weiter. Und deswegen liebe ich dich. Mhm. Das ist aber genau das Gegenteil von Verliebtheit dann. Und wow. deswegen geht es meistens kaputt an der Stelle. Weil die Leute von der Verliebtheit nicht in die Liebe rüberkommen. Diese Wie geil ist das denn? Ich schätze dich total, dass du das gerade erzählst. Das bringt mir persönlich gerade total viel. Cool. Sehr cool. Ich habe so ein Verständnis, dass sich bei mir von Beziehungen eingeschwungen in meinem Kopf. Über die Beziehungen, die ich so hatte mit Frauen, war das so, da war diese Verliebtheit und nach der Verliebtheit kam ja, Streit und Beziehungsschwierigkeiten und eher Trauma trifft auf Trauma. Kenn ich. Ja. So. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so, okay, total, also jemanden auf den ersten Blick sich in ihn zu verlieben, keine gute Idee, vielleicht so. Vielleicht, ne? Also vielleicht erstmal so ein bisschen so ein Radar oder so eine Skepsis anschmeißen, so, ich kenne dich nicht, ich habe dich gerade eben erst kennengelernt und jetzt bin ich so verliebt in dich. Also sorry, was stimmt denn hier gerade nicht? So, was passt hier gerade nicht ins Bild? So, und ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist und ne, warum diese Euphorie? Und es passiert halt hin und wieder mal, dass wenn ich mal eine Frau treffe, die solche Gefühle bei mir auslöst, dann gehe ich halt in diesen Analysemodus und eher so, das klingt total unromantisch, aber ich mache das halt. So, und dann kommt halt so eine Skepsis und so, ich stelle mir vor, wie wir uns streiten zum Beispiel. Wie ich mich mit der Frau streite und habe sofort so eine sehr lebhafte Vorstellung davon, wie die Frau wohl ist, wenn sie auf mich wütend ist und mich anschreit und ich sie anschreie und merke daran so, ja, das ist mein Trauma, trifft auf anderes Trauma. Mhm. Hier Eckhart Tolle spricht vom Schmerzkörper. Vom Schmerzkörper, ja, das ist ein schöner Begriff. So, und mag ich auch ganz gerne dieses Verständnis, so Schmerzkörper trifft auf Schmerzkörper und merkt so, guck mal, da ist einer, mit dem kann ich mich prima am Leben erhalten. Weil wir können uns weiter gegenseitig verletzen an der Stelle. Verliebtheit ist immer Verstrickung, ne? Ja. Das ist, ja, das ist dieses. Und deswegen ist es auch so spannend. Und ja, nicht entspannend. Das ist sehr spannend einfach nur, ne? Ja. Volle Lutsche, oder? Ja, total. Meine Güte, die ist einfach nur Wirbelwind, ja. Das ist, ja, und diese zwei Traumatisierten, wann geschieht das schon, dass die sich beide gegenseitig heilen oder in bis zur Liebe geraten? Meistens geht es vorher dann auseinander und so, was schade ist, irgendwie, ne? Es wäre ein sehr schönes Happy End, wenn zwei Verliebte es auch in die Liebe rüber schaffen würden mal, ne? Aber es ist schwierig. Ja. Passiert dann. Ja, schönes Bild, ich mag das sehr gerne, was du erzählt hast. Und Helen Fischer hatte das Beispiel von Polyamorie. Und sie sagte, sie wurde gefragt, glaubst du, dass es das jetzt gibt oder nicht? Und sie meinte, ja schon, Polyamorie gibt es, aber nicht so sehr, dass du gleichzeitig verliebt bist in zwei. Das wird eher schwierig werden, so, ne? Weil man ist immer von einem dann besessen. Aber sie sagte, ein und dieselbe Frau kann neben ihrem Ehemann liegen, den sie liebt. Und dann plötzlich, die liegt da so nachts im Bett und dann dreht sie sich auf eine Seite und denkt an einen sehr spannenden, mysteriösen Mann, in den sie irgendwie verliebt ist und wo sie auch irgendwie alltäglich dauernd drüber nachdenkt. Und dann legt sie sich nochmal auf den Rücken und denkt an einen super heißen Typen, den sie gerade gesehen hat, der super hot ist und dem hätte sie gerne Sex. Und dann würde sie letztlich wieder davon loskommen und sich wieder zu ihrem Mann drehen und die Hand auf den legen, weil der ist der, den sie liebt.
Und das meinte Helen Fischer so, in der Weise können wir drei Leute zum Beispiel gleichzeitig lieben oder so, ne? Ohne fremd zu gehen. Weil es auf verschiedene Art ist dann, ne? Ja. Ja, also, spannend. Und das hatte mir geholfen, dann ein bisschen zu verstehen, deswegen denke ich bei diesem Mädel immer, mit der möchte ich nachts unter dem Sternenhimmel da irgendwo spazieren gehen. Da habe ich so eine Art von Vorstellung. Die andere finde ich heiß, so, ne? Oder sowas, ne? Und da ist schon ein bisschen sowas wie Liebe entstanden. Oxytocin, darüber hatten wir eben gesprochen. Das wäre diese, man sagt auch so eine Freundschaftsdroge, ne? So dieses, dass man sich einfach wohlfühlt, so mit jemandem, ja, Kuschelhormon und so, ne? Und Serotonin, das meinte Drewermann, das ist dieses Hippie-mäßige, das ist noch entspannter. Das ist so, ich brauche niemanden. Ich brauche gar nicht, ich bin einfach... Das wäre okay. Serotonin. Also spannend, Serotonin wäre die Buddha-Droge. Dann ich danke für den Impuls. Ich lese mir das nochmal nach, weil ich finde das ganz spannend zu wissen, weil gerade wenn, wie gesagt, wenn in der Arbeit mit Psychedelika, ist das halt interessant zu beobachten. Es gibt halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel MDMA, was ja in Ecstasy drin ist. Ja. Das ist ja, das ist eine sehr, also man spricht ja auch von einem Empathogen, weil da eine extreme Verbundenheit zu Menschen aufkommt. Also du hast wirklich so eine absolut bedingungslose Liebe, dass du die Menschen umarmen willst. Du willst denen alles erzählen, bist völlig enthemmt und hast so dieses... Krass. Boah. Also ich mag gerne dieses Verständnis von Arbeit mit Psychedelika im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung und Therapie, dass du halt durch die Veränderung der Chemie energetisch auch was in Gang bringst, was im nüchternen Zustand halt blockiert ist. Das kommt immer mehr, das ist im Kommen, ne? Ja. Das wird auch, also ich gebe der Sache nicht mehr viel Zeit und dann ist das ja the new shit. So. Das new shit werden. Das ist, ich hatte da auf Arte auch, da war so ein schöner Bericht, dass damals das Militär ganz besonders massiv gegen LSD oder so propagiert hat, weil dann, das ist, die wollen Koks, damit die Soldaten kämpfen. Sowas wollen die haben. Nicht LSD, wo sich alle lieb haben. Ja, oder Methamphetamine, ne? Methamphetamine waren ja auch zum Zweiten Weltkrieg, wurde ja viel eingesetzt, ne? Die Panzerschokolade und so ein Scheiß. Das ist richtig übles Zeug. Also ist halt ein Werk, also ich vergleiche das halt immer mit Werkzeugen. Du kannst einen Hammer benutzen, um ein Haus zu bauen oder jemandem den Schädel einzuschlagen. Ja, genau. Genau. Werkzeug, wie willst du es nutzen? Was möchtest du erreichen? Ja. Und dann arbeitest du, hast du denn, du hast Erfahrungen mit diesen Psychedelika dann gesammelt. Oh, ist das toll. Ich muss sagen, ich habe Respekt davor, weil ich bin leider auf zwei sehr Bad Trips gekommen, als ich in meiner Jugend mal Hasch konsumiert habe. Ja, schön. Ist also, gut. Das wäre also das würde ich gerne mit dir mal, das ist ein ganz eigenes Topic. Da können wir sehr gerne auch nochmal drüber sprechen, dediziert, weil das ist gut, dass du die hattest. Interessant. Das ist gut, dass du die hattest. Die war ordentlich. Das sind sehr wertvolle Erfahrungen gewesen, genau. Und danke dir. Oh, das tut wirklich gut, das zu hören. Yeah. Das tut wirklich gut, weil sowas fehlte mir jemand. Ich habe nur meine Eltern, die gesagt haben, was machst du für einen Scheiß? Ne? Wie konntest du nur? Ne? Ja. Ich freue mich gerade, ich habe Gänsehaut. Ich freue mich gerade, dass wir darüber reden. Ja. Wow. Ja. Weil das ist auch so, ich merke, das ist mir auch ein Anliegen, Menschen darüber zum einen aufzuklären und zu helfen, also gerade in solchen, jetzt wie bei dir so, ne, irgendwie, es ist halt wieder Labeling, ne, da ist was im Körper passiert und im Geist und mein Geist labelt das Bad Trip, ganz schlimme Sache, die da passiert ist. So, böse. Nein, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, was da passiert ist. Du hast dich selber gesehen an einer Stelle, die anspruchsvoll ist. Wunder. Du hast dich selbst erlebt. Du bist du und du hast dich erlebt. Eine Substanz gibt dir nichts Externes. Eine Substanzerfahrung gibt dir nicht irgendwelche Engel oder irgendwie Gott oder irgendwelche Schlangen und Löwen. Dich selbst, alles erzeugst du selbst, nur halt auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wow. Deswegen gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Also es gibt keinen Grund, so richtig existenzielle Angst davor zu haben, vor dem Trip und was da passiert, weil warum sollte ich mich selber umbringen wollen? Ja. Das Ego macht, also ich mache das nicht, ne? Das heißt, ich erlebe mich selbst. Und das war für mich irgendwann auch so ein Schritt,
wo ganz viel Stabilität in diese Erfahrung reingekommen ist, wo ich gelernt habe oder verstanden habe, das bin alles ich. Ich sehe mich. Ja. Gut. Denn du hast ja auch deine Bad Trips gehabt dann wohl. Es gab eine LSD-Erfahrung, die war wirklich, da würde ich am ehesten sagen, das ist das, was man vielleicht als Bad Trip bezeichnen könnte. Es war eine Überforderung an der Stelle. Ich habe mich selber überfordert mit der Erfahrung. Ja. Ich habe aber das kleine Einmaleins der Psychonautik einfach missachtet, ja. Also ich habe selber Scheiße gebaut, einfach in meiner Sturm- und Drang-Phase. Oh, ich auch. Und danach kam so eine Phase. Ich hatte so einen Monat lang Angstzustände, die kamen. Da war wie so die Tür. Ich meine, bei mir war das nur bei Hasch. Manche Leute haben das gesagt, hast du eigentlich LSD genommen? Was geht mit dir? Die Substanz ist egal. Hasch ist super potent. Potent, ne? THC. Das hat sich doch in sich. Schön, dass du das sagst. Krasse THC-Erfahrung gehabt. Also meine Güte. Weißt du, auch da habe ich kein Feed. Da haben zu viele Leute mir gesagt, was ist denn mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Das ist doch kein LSD gewesen. Also, monatelang war ich danach konfus, ja. So, und bei mir war das halt so, ich hatte diese Angst. Ja. Zustände sozusagen. Es waren keine Panikattacken, soweit war es nicht, aber es war wirklich so, dass ich konnte nachts nicht schlafen. Ich hatte so Ziehen im Arm und im Oberkörper. Das war sehr unangenehm. Ich hatte zwanghaftes Denken die ganze Zeit, so dieses spirituelle Gedanken die ganze Zeit. Ich war so überfordert und irgendwann, ich war fertig. Ne? Also ich habe wirklich mit Leuten, ich merkte, ich hatte so eine Käseglocke. Wie so Man kann mit denen gar nicht mehr reden. Ne? Dissoziation. Kaum mehr. Das ist die Dissoziation. So, das heißt, also da war viel, ich habe quasi einen Prozess angestoßen mir, der ganz viel ausgelöst hat, aber das System war nicht darauf vorbereitet, das auch wirklich wahrzunehmen und zu verarbeiten. Also dissoziiere ich den Scheiß wieder weg. Ja. Ne? Also die Welle war zu groß. Ja. So. Und das ist diese Traumatisierung, die wir an unserem eigenen Körper erleben durften, so gesehen. Genau. So. Ja, da durften wir dran schnuppern. Und ich glaube, ich habe mit Substanzgebrauch einfach zu viel auf einmal losgetreten und konnte das aber nicht verarbeiten dann. So. Ja. Und ich hatte ein Jahr später, ich habe dann ein Jahr lang ungefähr gar keine Substanzen mehr genutzt, habe dann eine Pause gemacht und habe dann Vipassana, meinen ersten Vipassana-Kurs gemacht, 10 Tage Schweigen und Meditieren. Am 4. Tag liege ich in meinem Bett abends und merke, wie die Angst wiederkommt. Und mir war, in dem Moment dachte ich so, ich fahre morgen nach Hause. Ich breche das hier ab, kein Bock darauf. Das war so eine schlimme Erfahrung für mich. So eine schlimme Erfahrung, dieser eine Monat mit diesen Angstdingern. So. Da will man nicht nochmal haben, ne? Ja, klar. Gar keinen Fall. So. Und dann liege ich da im Bett und denke, da kommt wieder die Angst. So. Und ich hatte das große Glück, es war einfach ein Zufall, dass durch die Praxis, die Meditationspraxis, habe ich plötzlich in meinen Körper so automatisch reingespürt und habe plötzlich gemerkt, wie meine Brust brannte. Und das zog bis hier oben in den Hals. Es war wie so ein Feuer, was hoch brannte. Und ich dann in dem Moment einfach nur gespürt habe, wie sich das anfühlt. Und in dem Augenblick ging die Angst runter. Es klang ab. Ja, das heißt, und dann kam so plötzlich diese Geschichte in meinen Kopf, wie ich es dann verstanden habe, was passiert ist. Ich habe die Angst einfach nur gefühlt. Ich habe die einfach nur wahrgenommen. Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben, vielleicht das erste Mal, ich weiß nicht, habe ich bewusst meine Angst gefühlt, ohne mich davor wegzudrehen, ohne sie wegzudrücken oder so. Und plötzlich hat es Ratsch gemacht im Kopf, ein Riesenschalter im Kopf umgelegt. Und ich dachte so, Alter, ich habe mein Leben lang Angst falsch angepackt. So. Und seit dem Moment an war das Thema durch. Ich hatte dann noch hin und wieder Angst. Nur anstatt davor wegzulaufen innerlich, um mich wegzudrehen, habe ich immer, ich merke, also in den ganzen psychedelischen Erfahrungen merke ich, die Angst merke ich daran, dass ich mich wegdrehe innerlich. Das ist so ein innerer Impuls, sich wegzudrehen vor irgendwas, was gerade kommt. Und wenn ich merke, ach guck mal, ich drehe mich weg, dann kommt der bewusste Dreherschwenk rein. Schön da rein. So. Oh, und dann ist es sofort, geht es wieder runter. Das ist einfach so, wo ist es im Körper? Wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Welche Gedanken kommen dazu? Aber die Gedanken sind manchmal das Wichtige. Eher, was macht der Körper? Und das ist so immens wertvoll für mich gewesen. Diese Erfahrung
Ja, ich glaube, wir sind da an einer großen Sache auch nochmal dran, die natürlich viele auf ihre Art erfahren haben werden, aber die noch nicht so bekannt ist eigentlich, glaube ich, ne? Dass man nämlich die Aufmerksamkeit auf den Körper richtet. Wenn du damit beschäftigt bist, was in deinem Körper passiert und du dadurch wenig Gedanken hast, dann ist das antipsychotisch irgendwie. Ne? Weil was dich in die Psychose reinmanövriert, und man könnte sagen, das ist ja wie wenn man zu Fuß da reinspaziert ist, so ein bisschen. Ne? Man hat es ja erfahren, wie das so ein bisschen ist, sich so bekloppt zu fühlen. Dann ist das, weil du den Gedanken Aufmerksamkeit schenkst und nicht dem, was im Genau, Körper und ist. was genau? Und Aufmerksamkeit, ich benutze gerne den Begriff Energie, ne? Gut, Energie. Also, wo fließt die Energie hin? Ah Wenn du ja. die ganze Zeit im Kopf bist mit deiner Energie, dann Ja. verstärken sich da natürlich die Kreisläufe und die Zyklen, die dann halt gerade, wo du hinguckst halt, ne? Also es gibt Ja. ja auch den Satz Aufmerksamkeit, wie war das mit, worauf, also die Sache, der ich Aufmerksamkeit schenke, die manifestiere ich sozusagen. Ja. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit ständig in meinem Kopf bin, im Geist, in geistigen Prozessen, Bilder, Ängste, also nicht Ängste, aber Bilder, irgendwelche Geschichten, irgendwelche Sachen, die da so ablaufen, dann verstärke ich das ja noch weiter. Das heißt, wenn mir auffällt, ich bin im zwanghaften Denken, dann zack, zurück in den Körper. Atmen. Atmung, super Werkzeug, immer dabei. Tiefluft holen. Ja. Wow. Ah, und was macht der Körper gerade? Ah, wie fühlt er sich an? Was machen die Arme, Beine, Bauch, Brust, Schultern? Ah, Kiefer, Gesicht. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich mein Hintern auf dem Stuhl an? So in der Körpererfahrung einfach grounden. Und ja, das ist es. Während ich in diesem, also ich, während das hier passierte, in Ja. diesem Garten gab es noch zwei weitere Menschen, denen etwas Ähnliches passiert ist. Nein. Das Ja, war und ich total hatte das Gefühl so, das ist ein Effekt, der gerade diesen Workshop betrifft und nicht geil. mich. Ich habe das nicht gemacht. Eine unpersönliche Energie quasi. Eine, genau, eine unpersönliche, ja, ich mag den Begriff, eine Das ist das unpersönliche Schöne. Energie. Ja. Und genauso wenig wie ich erleuchtet bin und du nicht erleuchtet bist, ne, wir hier unterhalten sich nicht zwei Personen. Das ist auch so eine Sache, die kann man erstmal sozusagen einsickern lassen, so. Ich Ja. spreche nicht mit dir. Das findet hier gerade nicht statt. Das ist etwas, was ich natürlich, das erzeugt so eine Bremse. Ne? Da bremst, das wird so wie, Ja, genau. Ja, ist doch gut. Das bremst Ich mich sage, es ist aus. gut. Ja, genau, es bremst dich aus, genau. So. Wow. So, wer wird denn da ausgebremst? Ja, gar keiner. Da ist keiner, der gebremst wird. Das ist das Gefühl. Das ist dann das, was erscheint. So, ja. Ja. Genau. Und Ja. was passiert danach? Ja. Nichts, ne? Genau. Ja, genau. Ja, nichts passiert. Es ist einfach alles so, wie es ist, und damit ist es gut. Es ist genug. Was hier passiert ist, war nämlich irgendwann kam ein, also stellte sich einfach diese Überzeugung ein. Ja. Ich stelle mir vor, ich habe mich dafür entschieden, so überzeugt zu sein. Ich bin in Ordnung mit allem, was ich habe und wer ich bin. Es ist alles in Ordnung. Es ist völlig egal, wie ich gerade bin, wie ich mich fühle, wie ich aussehe, was die Leute über mich denken. Ich bin so in Ordnung. Nicht, ich bin super toll, aber auch nicht, ich bin nicht so in Ordnung, ich bin irgendwie uncool, sondern nein, ich bin einfach, das bin ich und ich bin stimmig und alles, was ich tue, ist folgerichtig. Ja. Und egal, was irgendwer erzählt, das ist unerschütterlich sozusagen. Also diese Überzeugung ist einfach da. Aber ich meine, das Permanenteste, was ich so entdecken kann. So, wenn ich der Art weiterlehre, so ein bisschen ja gefolgt bin, ne? Das ist ja dieses, dann ist es doch eigentlich die Wahrnehmung
Also, dass ich jetzt etwas wahrnehme. Ich hatte ja in diesem, wo ich ausgefreakt war, hatte ich so eine Depersonalisation. Ja. Da hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr richtig in meinem Körper. Alles wirkt ein bisschen irreal für einen Monat lang. Ne? Da war ich ja neben der Spur so. Das heißt, dann hatte ich schon so eine Ahnung, wie sich das ungefähr anfühlen kann, wenn das Ich fast nicht mehr da ist. Ich beobachtete mich redend und so. Ne? Aber was die ganze Zeit da war, war ja die Wahrnehmung. Dann noch. Also egal wie schwach das Ich dann noch aufgestellt ist, war die Wahrnehmung immer noch da. Und deswegen macht das ja für mich irgendwie so einen fast jenseits von Konzepten, erlebe ich darin einen Sinn zu sagen, die Wahrnehmung ist irgendwie so eine Baseline, die am ehesten noch da ist, außer im Tiefschlaf, weil da war ich mal von einer langen Reise zurückgekommen, wo ich noch mehrere Tage nicht gepennt habe. Und da weiß ich, also Flugzeug, da konnte ich auch nicht gut schlafen. Und dann hatte ich die Augen zugemacht, aufgemacht. Da habe ich jetzt gerade geschlafen, da waren 8 Stunden vergangen. Zeitlosigkeit irgendwie. Ne? Ja. Ich würde es gerade so formulieren. Das, was ist, braucht keine Bezeichnung. Es braucht keinen Namen. Es wird nicht irgendwie besser oder schöner oder verständlicher, indem wir uns irgendein Wort dafür ausdenken oder irgendein mentales Konzept darum herum wickeln. Du hast es jetzt, welches Wort hast du? Wahrnehmung. 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 Das, was ist, ist. Und an der Stelle können wir einen Punkt machen. Du meinst, das ist, ja, das ist. Es braucht mehr braucht, also warum, wofür brauchst du mehr? Also jeder Schritt, den du weitergehst, selbst das, was ich gesagt habe, ist schon zu weit gegangen. Also eigentlich müsste man gar nicht darüber sprechen. Also ich mag ganz gerne, es gibt ja diese Geschichte im Buddhismus, wo dieser eine buddhistische Lehrer oder so, der das seine Rede gehalten hat vor der versammelten Mannschaft, vor dem ganzen Kloster und hat nur eine Blume hochgehalten und nichts gesagt. Ja. Ja, ja, ja. Und plötzlich hat einer aus dem Publikum hat dann plötzlich gelächelt und wirkte dann so erleuchtet und alle so, oh, er hat es verstanden und so, ne? So. Ja. Aber ich mag an diesem Bild halt, dass er einfach nur, er hat nichts gesagt, weil darüber ist einfach, egal was du sagst, es lenkt ab. Ja, das ist so wie Jesus Bergpredigt ohne die Bergpredigt, ne? Der hätte einfach nur eine Blume hochgehalten und wäre dann wieder gegangen. So. Es ist so offensichtlich, dass es übersehen wird ständig, weil wir danach suchen. Und es ist deswegen, glaube ich, so schwer zu erkennen, weil es kein Gegenteil hat, weil es nicht unterschieden werden kann von was anderem. Stell dir vor, also du kannst links deswegen erkennen, weil du rechts kennst. Du kannst hell erkennen, weil du dunkel kennst. Mhm. Aber wenn das hier alles ist, dann, es gibt nichts, was es nicht ist. Und wie erkennst du etwas, was kein Gegenteil hat oder was kein anderes hat, sozusagen? Ja. Wenn alle Farben komplett gleich wären, es gäbe keine Unterschiede zwischen den Farben, dann würden wir Farben gar nicht, also dann gäbe es Farben für uns nicht. Ja. Farben ist deswegen für uns ein Thema, weil wir sie auseinanderhalten können. Das, was hier ist, das, was ist, lässt sich nicht unterscheiden von irgendwas anderem, weil es alles ist. Und du meinst nicht, der Verstand, es wäre cool, wenn er ein paar Krücken erstmal hat, um sich zu beruhigen, so ganz grob, dass er sagt, okay. Ja, da steigen wir jetzt halt wieder in so eine Geschichte ein, ne? So mit der Vorstellung, da führt ja ein Weg hin und so und man muss da ja durch gewisse Phasen durch. Wir haben ja viel darüber gesprochen. Ja. Das sind alles Ablenkungsmanöver. Das ist alles Ablenkungsmanöver. Alles, ne, klar, du kannst es halt total umständlich machen. Ich mag den Satz, der Erleuchtung ist völlig egal, wie du sie erlangst. Abgesehen davon, dass es niemanden gibt, der Erleuchtung erlangt. Aber Thaddäus Golas, der hatte ein Buch so geschrieben. Der Erleuchtung ist egal, wie du sie erlangst. Lazy Man's Guide for Enlightenment. Ja, Deutsch. Genau. Das ist ein sehr schönes Buch. Dieser Gedanke, der Satz hat mir total geholfen, weil ich dann auch dachte so, das hat so diese ganzen Konzepte von mir genommen, so wie, ich muss unbedingt, also ohne 20 Jahre Meditation wird das aber nichts. Cool.
Ich bin raus. Cool. Ja. Alex, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du mich kontaktiert hast. Ich danke dir. Ja. Bis bald, ne? Ja, genau. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Also, dann machen wir das mal so, ne? Gucken uns das mal an. Und irgendjemand muss das Material noch sichten und schneiden. Eine sehr gute Kamera hier. Ich hab so eine Sony Alpha 6. Das ist cool. Ja, ja. Du hast es richtig geil mit Objektiven. Wer ist der Mini Schalter von beiden? Der Lausige hier. Aber ich arbeite dran. Ja, ich meine. Ja. Vielleicht wird's dann ja was. Vielleicht wird's dann ja nochmal was. Ja, klar. Mann, so läuft das. Also erstaunlich viele Zufälle. Viele. Das ist doch, das ist etwas, was ich nicht angesprochen habe die ganze Zeit, aber das ist so strange einfach. Das ist einfach strange. Ne? Jung hat ja Synchronizitäten. Und dafür haben wir alle kein Fall von, ne, warum das dann so ist. Ohne 20 Jahre Meditation wird das aber nichts.